Hallo, mein Name ist Manfred Stromberg von der Mountainbike-Schule Bikeride. Ich möchte euch ein weiteres Basic zur Mountainbike-Fahrtechnik zeigen. Jetzt geht es um das perfekte Bremsen. Zunächst einmal senken wir den Sattel ab, um den perfekten Bewegungsspielraum auf dem Rad zu haben. Moderne Scheibenbremsen sollte man mit den Zeigefingern bedienen. Die Bremshebel müssen optimal erreichbar sein. Die Fingerkuppe soll entspannt aufliegen. So erreichen wir locker die nötige Bremskraft. Mit den restlichen Fingern halten wir uns fest, um auch bei ruppiger Fahrt den Lenker sicher in der Hand zu haben. Dafür sollte der Hebel etwas vom Lenkergriff nach innen gerückt sein. Auch die Hebelweite lässt sich auf die Fingerlänge anpassen. Unsere Bremsleistung optimieren wir vor allem durch die Position auf dem Rad. Die beim Bremsen auftretenden Kräfte wollen uns über den Aufstandspunkt des Vorderrades nach oben, vorne abwerfen. Dem müssen wir mit Körperspannung und einer Gewichtsverlagerung nach unten, hinten entgegenwirken. Wenn wir die maximale Bremskraft erzielen wollen, beugen wir Arme und Beine und senken den Oberkörper ab. Dabei schieben wir das Rad unter uns dynamisch nach vorn. Zeitgleich zieht ihr mit viel Gefühl beide Bremshebel. Dabei müsst ihr gerade über die Vorderbremse stets die Kontrolle haben. Achtet dabei darauf, dass die Arme immer noch eine Beugung aufweisen, um gefühlvoll lenken und abfedern zu können. Geht ihr zu weit nach hinten, verliert ihr Druck auf dem Vorderrad und dadurch Kontrolle und Bremsleistung. Als Faustregel für die maximale Absenkung gilt bei Bikeride Schritt auf Höhe der Sattelhinterkante. Macht man alles richtig, sind eindrucksvoll kurze Bremswege mit einem Mountainbike möglich. Je steiler das Gelände ist, desto mehr schiebt sich das Gewicht nach vorn. Wir erreichen dann bis zu 90% der Bremskraft nur am Vorderrad. Auf einem Trail und den Steilerfahrten solltet ihr ein blockiertes Hinterrad und Stotterbremsen unbedingt vermeiden, um die Kontrolle zu behalten. Auch wenn ich die Geschwindigkeit nur halten will, senke ich je nach Bremsleistung und Hangneigung meinen Körperschwerpunkt ab. So halte ich den Schwerpunkt zentral im Rad, auch wenn Hang und Bremse mich nach vorne zerren. Dabei bleibe ich stets aufmerksam und spüre nach, ob ich noch Traktion an den Reifen habe. Die Finger öffnen und schließen sich dabei nur millimeterweise, um die Bremskraft zu regeln. Um das zu üben, fahrt an Hang nur mit der Vorderbremse runter und schiebt dabei die Körperposition vor und zurück. Dann stellt ihr schnell fest, dass das Vorderrad ordentlich Druck braucht, um gut zu bremsen und zu führen. Ein gutes Gefühl für die Bremsen entscheidet oft, ob wir an Trail sicher runterkommen oder nicht. Deshalb lohnt es sich, viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu richten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Euer Manfred Stromberg von Bikeride.